Hallo. So, heutiges Ziel nicht sterben. Ja, bitte. Geht aufs Ja. Geld. Was kann ich denn mein Glück versuchen? Ich nehme mal was anderes mit als erstes. Dann nehme ich jetzt mal das. Ach so, Scheiße. Ja, nehme ich im F mit. Oh. Lass es nicht unter Um den ihn Truck irgendwie zu fallen. finden. Gut. Gib uns ein Zeichen. Weißt du noch die andere Holzhütte, wo dann oben Disco war? Was soll Wir hatten das? schon lange nicht mehr die Holzhütte, wo der Sicherheitskasten unter der Treppe war, oder? Ich glaube auch, ja. Dann gehe ich mal nach oben, wenn du hier bist. Ja, ich kann eh nur mit dem. Ich kann eh nur mit dem EMF gucken, also meine, ob der hier ist oder nicht, ist bei mir unsicher. Sicher. Okay, ich komme her, ich komme her. Achso, du bist noch hier. Ja. War erstmal alle Türen offen, guck, Wo ob sich ein EMF irgendwo meldet. Mach das. Ich folge dir unauffällig. Zwei Minuten haben wir ja. So, da Gib geht's uns lang. ein Zeichen. Oh, ein Hut. Was? Achso, ein Hut. Oh, eine Puppe. Ist Kann das ich nicht diese nehmen. Voodoo-Puppe? Oder juckt die nicht? Davon kann man ein Foto machen, das gibt auch Geld, wie des Dings. Knochen. Gut. Ach, da ist ein Futterbrot dabei. Cool. Ja. Okay. Hä, Kevin? Hier waren eben 9 Grad. Ja. 9 Grad. Okay. Aber nur jetzt wieder 9,5. Das ist, wenn ich in Drum ist diesen nicht Raum. aus. Oder wenn ich in diesen Raum zeige. Ich kann es gerade nicht so 100% einordnen. Hast du es gehört? Ja, hattest du die Tür schon War wieder eine aufgemacht? Tür. Ja, die hatte ich schon aufgemacht, aber Vielleicht ist er hier? lass die EMF mal hier auf dem Bett legen. Ich hol Ja, meine hier ist Sachen. er. Mit dem anderen. Ich, Moment, ich Ja, sieben. positioniere die Ja, Kamera um. hier ist Safe Call. Wo ist denn hier Platz? Das? Ja. Also wir haben nur diese Tür zum Flüchten, so richtig, oder? Ja. Aber von hier aus gibt es ganz viele Wege, die wir gehen können. So weit muss man erstmal kommen. Oh, wir sind schon Zeuge eines Geister-Events geworden anscheinend. Krass. Ob sehe ich noch keinen? Tja, der hätte schon mit Türen gespielt. Dann nehme ich UV-Licht wieder mit. Mach das. Oh. Wir haben viele Kruzifixe, ja, ich schmeiß die da alle rein. Und ich nehme wieder mit drei Räucherstäbchen. Weil ich immer zwei habe, weil das eine ist ja meine Müssen wir Fehlmission Salz? aus Räuchern und das andere möchte ich als Selbstverteidigung haben. Ja, wir haben Räucher und Salz als Auftrag. Ja, lass mich erstmal meine Kruzifixe platzieren. Bist du hier? Bist du hier? Ah, eins hier hin und eins hier Bist du hin. hier? Das
müsste doch den ganzen Raum abgedeckt haben, oder? Vielleicht so ein bisschen. Schreibe etwas ins Buch. Fingerabdrücke. Mehr Ausrüstung. Ich hol noch mehr. Ich hol noch mehr Gedöns. Ich hoffe nur, der Raum ist auch richtig, den ich da gesagt habe. Das Thermometer war ja so ein bisschen zwiegespalten, hatte ich das Gefühl. Das wäre halt so doof, wenn ich es verkackt hätte. So. Ordentlich Deckung. Hallo. Er ist schon mal durch Salz gesteppt. Okay. Mussten wir ihn ausräuchern? Ja, ne? Ja. Wird dann mal schon mal die erste Räuchertour. Ich nehme auch Räucherstäbchen mit, aber ich habe kein Feuerzeug dann. Wir haben noch zwei Feuerzeuge. Ja, aber ich habe keinen Platz. Achso. Toll. Du hast da durchgesteppt. Ich leg dich auf Fenster. Hast du das Pfeifen gehört? Nee. Eine Ladung habe ich noch, wenn er uns jetzt hier pusht. Irgendjemand hat gepfiffen. Oh, ich habe Atem. Bist du hier? Echt Gefriertemperaturen? Ich dachte gerade, ich hätte Atem. 0 Grad? Ja, Atem. Könntest du die Tür wieder aufmachen? 0,4, ich... Ja, minus 1, okay. Also er ist auf jeden Fall hier drin. Finde ich gut. Bist du? Ich renn weg. Wie ein Profi. Kommst du auch? Was? Kommst du? Ja, kommt er. Ja, aber warum? Wir haben noch nichts mehr, oder? Na stimmt, ich dachte, du hättest die Räucherstäbchen noch hier gehabt. Ja, auf dem Fensterbank habe ich sie gelegt, habe ich doch gesagt. Ja, sorry, ich war abgelenkt. Angst. Okay, was haben wir jetzt? Geisterarten? Ja, Gefrier. Wir haben nur Gefriertemperaturen müssen, ja. Super. Was sagt denn die Kamera? In dem Raum sehe ich kein Orb wieder. Fingerabdrücke hatte ich auch keine. Ins Buch hat er da nichts geschrieben und... Ach, da bist du. Und auf dem Box hat er auch noch nicht gesprochen. Das ist eine beste Voraussetzung. Wir müssen nochmal rein. Geil. Gut, hast das Feuerzeug diesmal mitgenommen? Ach so, ne. Ach, die Kamera auch noch. Ja, ist alles deins. Meine lag da noch rum. Ich habe jetzt hier in dem Vorraum auch Atem, ne? Kevin, er hat die Tür zugemacht. Ja, ich habe ihn auch gesehen, ich habe ihn auch fotografiert. Finde ich gut. Das bringt uns nichts. Jetzt habe ich hier Geisteratem. Ja, das Gefrieratem. Meinte ich. Hä? Ich weiß es nicht.
Wollen wir sonst noch mal die Geisterbox, die Geisterkamera aufstellen? Ja. Ja, wir müssen dann in den Raum, wir müssen da alles rausholen. Ja, ich nehme die Kamera. Ich sterbe. Ja, beerdige mich. Bist du hier? Schreibe etwas ins Buch. Bist du hier? Ist doch nicht. So, die Kurzeffekte wären ganz geil, glaube ich. Boah, Alter. Could you please not? Ich weiß nicht, in welchem Raum der jetzt ist. Er ist in dem Raum. Ja? Ja. Du hast ihn gesehen. Ja. Wollen wir mal einen LKW gucken wegen der Kamera? Ist der Strom aus? Haben wir deswegen überall? Nee. Hast du die Kamera? Ja gut, dann lass uns erstmal gucken. Ja. Aber er scheint ja nicht aggressiv zu sein. Er hat uns noch nicht gejagt. Naja, es kann auch sein, dass er beide Kruzifixe zerstört hat. Oder hast du die noch gesehen? Ich habe noch eins gesehen auf dem Boden. Na, guck mal da. Okay, er wollte aggressiv sein. Und ich bin auch nicht mehr ganz fresh im Kopf. Ein Orb ist da nicht. Doch. Er macht gar nichts. Wo? Der ist hier so lang. Hier vor dem. Jo, jetzt sehe ich ihn auch. Okay, dann ist er doch. Hä, aber warum zeigt er sich denn dann im Badezimmer? Was kann es da noch sein? Phantomare. Phantomare Jurei. Ich habe 2 Bilder vom Geist gemacht. Cool. Jurei wäre Buch. Mare wäre Box. Und Phantom wäre EMF 5. Hm. Also EMF hat sich gar nicht gemeldet bisher. Ja. Das Buch, es liegt alles in dem Bett, im Bettzimmer. Ja, aber es lag ja auch schon überall. Also. Er hatte ja gelegen. Aber, nee, ich meine, es liegt jetzt gerade im Bettzimmer. Achso, meinst du. Aber wenn die Kruzifixe wirklich die Jagd verhindern haben, ja, dann muss er doch im Badezimmer beginnen. Ja, ich würde auch sagen, das ist seine Base. Aber warum sehen wir den Orb dann hier? Weiß ich nicht. Schreibe etwas ins Buch. Wir liegen beide noch hier. Bist du hier? Rede mit uns. Also wir müssen noch ein bisschen Deckung Bist haben. Du hier? Rede mit uns. EMF? Easy. Gar keine Ahnung. Guck mal, hier ist er auch durchgesteppt. Guck mal hier, das Salz. Okay. Der war hier auch. Ich habe jetzt auch hier Atem. Hä? Und ich habe gesehen, ich wie glaub, er hier alle drei ins Wohnzimmer ist. Ja, ich habe ihn von da steppen gehört, deswegen bin ich zu dir wieder gelaufen. Ah, also ich habe vor Jagd begonnen, als er hier raus ist. Gefühlt, also ist hier gestartet. Die Kruzifixe liegen hier alle noch. Ich glaube nicht, dass er im Badezimmer startet. Offensichtlich nicht, ne? Wo ist das andere jetzt? Siehst du? Schreibe etwas ins Buch. Kruzi.
zurück, der ist aggressiv AF. Ja. Ich glaube, man kann flüstern, ohne dass er aggressiv wird oder dass er uns hört beim Jagen. Wo ist das zweite Kruzifix? Hab ich da in neben's Bett gelegt. Und das erste? Aber das hat er doch aus dem Flur gestartet jetzt, oder nicht? Ich würde auch was sagen. Bist du hier? Schreibe etwas ins Buch. Rede mit uns. Wo ist denn das EMF? Hast Nein. du das? Das habe ich fallen gelassen beim Weglaufen. Ja. Gut. Bist du hier? Warte. Und rede mit uns. Das hier, das an die Hose. Kann man da mal gucken? Und das in die Hand. So, das war jetzt rot. Rede mit uns. Bist du hier? Ich glaube langsam nicht, dass es die Geisterbox ist. EMF? Was kann es noch sein? Buch und was noch? EMF? Ja, und EMF haben wir nie angeguckt. Schreibe etwas ins Buch. Schreibe etwas ins Buch. Weiche! Ich höre ihn, aber wo? Die will mich gerade gefühlt holen hier im Flur. Gib mir mal eine zweite Ladung. Ich hab zugemacht. Das Licht hat nicht geflackert. Wo ist die denn jetzt? Ah, das war richtig. Also, ich hatte Angst. Sie war anscheinend jetzt in dem Wohnzimmer, oder nicht? Ja, die rennt hier rum. Und EMF hat nichts gesagt. Ja, das EMF ist mega still. Bist du hier? Rede mit uns. Das gibt es nicht. Rede mit uns. Bist du hier? War die Tür schon? Bist du hier? Okay, ist nur ein Bug. Rede mit uns. Im Badezimmer hat sie mich jetzt angehaucht, aber sie redet nicht in der Geisterbox mit mir. Hm. Boah, ist das knifflig. Ja, echt mal. Ich tue es nochmal ins Badezimmer. Schreibe etwas ins Buch. Zwei. Ich hol nochmal die Box. Schreibe etwas ins Buch. Jetzt hat sie das Licht angemacht, oder? Ja. Vier. Mach die Tür zu. Hat sie gesehen. Ist da. Jetzt hat sie im Raum vor uns im Bettzimmer gestartet. Ja. Das ist mega dumm gerade. Ich glaube, das Kruzifix ist auch weg. Ja. Ich meine, wir hätten noch eins im Bad, aber das bringt ja auch nichts. Aber es hätte doch eben F5 sein müssen. Die war gerade hier. Hier, die ist überall. Die macht doch nichts. Schreibe etwas ins Buch. Bist du nicht sehr gesprächig? Red doch mal mit uns. Ein Wort. Rede mit uns. Wir lassen dich auch in Ruhe, wenn du mit uns redest. Alter.
Aber unsere Dinger leuchten nicht. Sie lagt uns nicht. Okay, die Kamera ist jetzt auch leer. Sie war direkt neben dir. Ich hab's befürchtet. Kann das sein, dass dadurch, dass wir geistig am Ende sind, wir irgendwie Hinweise nicht mehr sehen können? Oder rede mit uns! 5! Gut. Meine Güte! Boah! Oh. Alter Schwede! 5-mal reingeschifft hier. Warum wollte dieses scheiß EMF denn nicht losgehen? Was war's denn jetzt? Ein Phantom? Ist denn ein scheiß Phantom? Ja. Warte, lass mich mal. Boah! Rein. Ja. Phantom. Also er scheint nur allein zu antworten. Vielleicht hat er deswegen nicht so aktiv gemacht, weil wir immer zusammen waren. Nee. Schwächen sind, fotografieren Sie das Phantom, verschwindet es temporär. Du hast echt viele Fotos von ihm gemacht. Stimmt, ja. Aber ich meine, hier steht's. Es war natürlich eine Karen. Ah. Wir waren einfach keine Manager, deswegen. Oh, scheiße. Boah, eingegeben? Ja. Wir sind noch beide am Arsch. Ja. Viel allein. Boah, zum Glück. Wir haben überlebt. Mein Buch. Der Fug. Du bist der Geist. Hast du mein Buch auch gesehen? Ja.